Hey, Dennis Gori hier, herzlich willkommen zur Bitcoin-Info-Mann-Show 318, heute am 14. März. Und wir sprechen über Bitcoin-Regulierungen in Indien, über Binance und eine neue Blockchain und ja, nochmal über Bitcoins Vorhersage von John McAfee, 1 Million Ende 2020. Und wir beginnen wie immer mit dem Preis. Preis, ja, aktuell, wenn wir mal hier auf den Chart gucken, 9.145. Wir waren gestern Nachmittag ja bei 8.800, ja, sind jetzt wieder ja über der 9. Und wenn du hier auf den Chart guckst, du siehst es einfach, es geht hoch, es geht runter, es geht hoch und es geht runter. Ja, es bleibt spannend. Der Bitcoin muss erstmal wieder sich erholen und die 10.000 knacken. Ich denke, das wird ja nicht allzu lange dauern und dann kann es auch wieder bergauf gehen. Aber guck mal zuerst mal nach Indien. Und ja, Indien ist so ein Land, was ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Bitcoin. Ja, auf der einen Seite sind sie ja schon interessiert an der Blockchain, an Kryptos. Auf der anderen Seite wissen sie nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Sie verstehen es anscheinend nicht richtig. Zum einen hört man immer wieder, es ist illegal und so weiter. Dann wollen sie es besteuern. Letztendlich kann man es nicht wirklich regulieren. Und ja, immer wieder kommen irgendwelche Beamten oder Staatsleute raus und sagen, ja, man muss irgendwas da machen. Man muss das irgendwie in den Griff kriegen. Und es gibt keine Regulierung in Indien. Also Bitcoin ist in Indien weder legal noch reguliert. Und es gibt auch verschiedene, ja, ich sag mal, Arbeitsgruppen oder sonstiges, die halt versuchen, das Ganze jetzt ein bisschen mal in den Framework zu bringen. Die erste hat gesagt, ja, man sollte Bitcoin und Kryptowährungen verbieten im Land. Die andere, ja, die hat noch verschiedene Optionen auf dem Tisch, weiß auch noch nicht genau, in welche Richtung das geht. Aber Shaktikanta Das, ja, der ist, ja, ich sag mal, ein hohes Tier in Indien, in dem Finanzbereich. Und er hat letztes Jahr gesagt, im April, es ist einfach sehr, sehr schwierig, Bitcoin und Kryptowährungen zu regulieren. Denn wie soll man es regulieren? Er sagte, ja, man kann ja nicht jede Transaktion überwachen, man kann ja nicht in die Häuser der Leute reingehen und gucken, was die da gerade machen. Ja, das heißt, es ist eine serious challenge, sagt er. Und des Weiteren sagt er, let's accept that it would not be possible to regulate it effectively. Ja, es ist nicht möglich, es effektiv zu regulieren. Und so sieht es aus. Ja, interessant ist aber, ja, dass er auch gesagt hat, es ist dennoch ein ja, seriöser oder eine ernstzunehmende Bedrohung für die finanzielle Stabilität, denn Kryptowährungen sind aus dem Nichts erschaffen, ja, out of thin air, aus Luft werden sie erschaffen. Und ja, die indische Rupie, die ist natürlich hinterlegt und garantiert von der Reserve Bank. Ja, so sieht es aus und das ist auch nichts weiter als Vertrauen. Ich weiß nicht, ob ihm das klar ist, aber Fakt ist, ja, Bitcoin kommt nicht aus der Luft wie das Geld, was per Knopfdruck erzeugt wird, sondern man muss dafür arbeiten. Ja? Proof of Work nennt er sich ja auch. Aber das Interessante ist auf jeden Fall, dass ja, die Nachfrage, das Interesse an Bitcoin trotz aller Negativpresse auch aus Indien ja, weiter wächst. Die Inder selber sind sehr optimistisch, was Kryptowährungen angeht. Und natürlich auch, wenn man es im Land jetzt verbieten würde, Kryptos zu kaufen, dann kauft man es halt auf einem anderen Exchange, auf einer dezentralen Exchange im Ausland. Oder irgendjemand schickt dir Kryptos zu, man kann es ja nicht verhindern. Und wir müssen, oder die müssen es einfach irgendwie verstehen letztendlich, man kann es nicht so regulieren und nicht überwachen. Ja? Und vor allem, wenn Indien jetzt irgendein Gesetz rausbringt, ganz ehrlich, solange das nicht weltweit gültig ist, ja, spielt das keine große Rolle. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, denn Indien ist eine große Wirtschaft mit über 1 Milliarde Menschen mittlerweile. Und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel hören, was Kryptos und Indien angeht. Ja, bleiben wir mal beim Thema dezentrale Exchanges. Die Exchange Binance, sehr, sehr gutes Exchange übrigens, ja, kann ich nur empfehlen, ist die größte Exchange auch, glaube ich, was das Trading-Volumen angeht mittlerweile bei Binance, ja, haben jetzt gestern ja eine eigene Blockchain angekündigt. Also Binance Vision ist es, eine eigene Blockchain zu entwickeln, die auf einer Dez die eine dezentrale Exchange dann wird, ja. Und es soll heißen die Binance Change, ja. Und dezentrale Exchanges, das ist etwas, was, glaube ich, 2018 noch sehr, sehr viel Aufwind bekommen wird. Die Leute haben Angst, teilweise ihr Geld auf einem Exchange liegen zu lassen, weil letztendlich, wenn du nicht die Private Keys hast und deine Tokens liegen auf dem Exchange und da passiert was, da wird es gehackt oder sonstiges,
könnte dein Geld weg sein. Deswegen glaube ich, dass dezentrale Exchanges weiter Aufwind bekommen. Binance findet das sehr gut. Die sagen, hey, dezentrale und zentrale werden koexistieren, ja. Und das Interessante ist einfach, dass die dezentralen Exchanges, die wir jetzt schon haben, wie VirDex, BitShares, Counterparty und wie sie alle heißen, die sind einfach noch nicht so besonders userfreundlich, ja. Die Oberfläche ist nicht so leicht. Zentrale Exchanges, sei es Binance, Bittrex, Poloniex und wie sie alle heißen, sind sehr einfach und intuitiv zu benutzen. Die dezentralen Exchanges halt noch nicht. Da muss noch sehr, sehr viel getan werden. Und ich glaube, dass Binance hier echt gute Karten hat, ja, ein sehr gutes Projekt rauszubringen. Binance hat sich ja unglaublich stark entwickelt in den letzten Monaten. Ja, ich möchte zum Abschluss nochmal auf McAfee zu sprechen kommen. Ja, ihr alle kennt die Prognose. McAfee sagt, Ende 2020 wird ein Bitcoin 1 Million Dollar wert sein. Ich habe da nichts gegen. Ja, McAfee, ich wünsche dir, dass du recht hast. Und er hat ja zuerst gesagt, ja, ich schätze Ende 2020 500.000, aber weil der Bitcoin ja so schnell gestiegen ist, musste er das nochmal revidieren und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt auf 1 Million hochgehen, das ist der Wert, wo der Bitcoin hingehen wird. Und das Interessante ist, der muss gar nicht so stark extrem steigen, damit das passiert. Ja, denn um die 1 Million Ende 2020 zu erreichen, muss der Bitcoin im Schnitt nur 0,48% pro Tag steigen, ja, und damit kommen wir dann auf, ja, 1 Million am 31. Dezember 2020. Und wenn ihr jetzt mal auf den Screen guckt, die Seite heißt beercoin.top, ja, das ist der Bitcoin Price Prediction Tracker. Und wir haben jetzt heute, wie viel haben wir heute? Heute haben wir, ich habe es eben gesagt, den 14. März, ja, und wir stehen jetzt bei aktuell 9.127 laut dieser Webseite. Und damit wir diese 1 Million erreichen, ja, müsste der Preis von Bitcoin bei 7.127 Dollar liegen. Das heißt, wir liegen 2.000 Dollar drüber. Das heißt, 28% höher ist der Bitcoin-Preis, als er nötig wäre, ja, um die Vorhersage von 1 Million Dollar zu erreichen. Und wenn wir jetzt mal sehen, ich habe jetzt mal hier, man kann mal auf die Seite draufgehen und hier mal so ein bisschen an den Reglern schieben. Ich habe den Regler jetzt mal bis zum 31.12. Wir haben jetzt hier den 31.12.2018. Also Ende dieses Jahres muss der Preis von Bitcoin bei 29.299 Dollar sein, damit wir auf die 1 Million gehen. Ja, und wenn man den Regler mal weiterschiebt, dann gehen wir mal Ende 2019 rein. 2019 müssen wir dann ja, bei 170.000 Dollar stehen. Ja, also das heißt, du siehst ja, die Kurve geht extrem steil hoch. Und ich bin gespannt, immer mal wieder auf die Seite drauf gucken. Ich kann es jedem empfehlen. Ja, im Moment sind wir auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht und dass der Bitcoin diesen Weg vollführt. Es ist klar, es gibt nur 21 Millionen Bitcoins. Ja, zum Beispiel, wenn jeder Millionär einen Bitcoin haben will, geht schon gar nicht, ja, einen ganzen, ja. Dann natürlich, die Bitcoin-Adoption geht voran, wir sind immer noch ganz am Anfang, was die Entwicklung angeht und so weiter und so fort. Also, die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist auch noch extrem weit entfernt von anderen Asset-Klassen wie Gold oder Bonds oder Aktien oder sonst so weiter. Ja, wenn wir jetzt mal drauf gucken auf die Marktkapitalisierung, wir haben jetzt 373 Milliarden, ja, 24 Stunden Trading-Volumen ist 13 Milliarden, Bitcoin-Dominance bei 41% und die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist gerade mal 155 Milliarden, also nicht besonders hoch, wie du siehst. Und ja, der Top 10 ist wieder ein bisschen was im Minus zum Vortag. Der einzige, der heraussticht, ist NEM mit 21% plus. Und wenn wir uns mal die Top-Gewinner angucken, das ist der Binance Coin, ja, 27% hoch. Das liegt natürlich an den News, die gestern rausgehauen wurden, um dezentrales Exchange zu entwickeln, rauszubringen. Und der Top-Verlierer, das ist Nexus mit 9% minus. Also, ich bin raus. Morgen das Video kommt ein bisschen später, weil ich noch einen Termin habe am Vormittag. Aber nichtsdestotrotz kommt ein Video. Und ja, wenn es dir gefallen hat, das heutige Video, lass mir ein Like da, lass mir einen Thumbs up da. Gib mir ein Upvote auf Steemit. Und ja, damit kann ich nichts weiter sagen. Teile dieses Video mit denen, die sich dafür interessieren oder interessieren sollten. Thema Blockchain und Kryptowährung. Und damit bin ich raus. Sag wie immer, mach it gut, schwenk den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!